Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Unboxing für dich von einer Box, die hier noch nie war. Und zwar ist das von Pink Panda, die Megabox, und das ist die 62. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Die Box gab es bei Pink Panda zu kaufen. Pink Panda ist so ein Online-Shop, wo du halt, ich glaube, auch so Revolution und sowas bekommst, also tatsächlich sehr, sehr ähnlich zu Cosmetic for Less. Und ich habe die irgendwie durch Zufall gesehen, habe das auch direkt auf Instagram gepostet. Falls ich solche Angebote nämlich finde, sehe, zugeschickt bekomme, wie auch immer, dann poste ich das da direkt. Falls du mich noch nicht dort abonniert hast, beziehungsweise mir noch nicht dort folgen solltest und du sowas nicht verpassen möchtest, dann folgt mir doch einfach. Ich heiße Aiduike P, das ist Claudia rückwärts und ein P dahinter. Und da poste ich dann immer irgendwie, wenn mir solche Sachen halt über den Weg laufen. Wenn ich es beim Surfen sehe, wenn ich es von irgendjemandem als Screenshot zugeschickt bekomme. Und jetzt möchte ich einfach mal gucken, wie sich diese Box so macht. Also die hat gekostet 49,99, was ja ganz schön viel ist. Aber was halt praktisch ist, da ist nur dekorative Kosmetik drin. Und die soll halt einen enormen Warenwert haben. Ich weiß nicht mehr, wie hoch. Ich weiß nicht, ob das über 100 Euro war oder so. Aber ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, da reinzuschauen. Ich habe auch noch 3,90 Euro Versandkosten bezahlt, weil man konnte keinen versandkostenfreien Code nehmen, weil man ja schon diesen Megabox-Code genommen hatte. Und ja, jetzt bin ich wirklich gespannt, was da drin ist. Doch, ja, die Box ist schon mal ganz niedlich, ne? Das ist halt pink, da steht Pink Panda drauf. Die ist so mit Kosmetik drauf und so. Und Lidschattenpaletten und so sind da abgebildet. Das finde ich alles ganz hübsch. Also da hoffe ich, dass da auch dementsprechend was drin ist. Ja, die mache ich jetzt erstmal auf. Ich bin echt gespannt, ne? Weil ich habe da echt 50 Tacken für ausgegeben. Sieht schon mal ganz nett aus. Dann haben wir ein Seidenpapier, was wir einmal öffnen. Und haben hier schon den ersten Blick in die Box. Und da kommt direkt ein Pinselset. 10 Pieces Pro Eye Brush Set von Do-Color. Do-Color? Sagt mir jetzt so nichts, aber Pinsel ist jetzt schon mal nice, ne? Da freue ich mich schon mal drüber. Ich weiß nicht, was sowas kostet, so ein Pinselset bei Pink Panda. Ich glaube, Pink Panda kommt aus Slowenien oder so. Ich hatte mich nämlich so gewundert, als dann die Sendungsverfolgungsnummer kam, dass das irgendwie mit SL oder, keine Ahnung, irgendwie so ganz komisch abgekürzt war. Okay, hier haben wir das dann, das Pinselset. Ja, sieht eigentlich aus wie so ein relativ günstiges Amazon-Pinselset auf den ersten Blick. Und wo kommt das weg? Shenzhen, ja, aus China. So, dann gucken wir uns hier mal so einen Blenderpinsel an. So einen, ja, präzisen Blendepinsel. Ich meine, ne, finde ich schon ganz hübsch. Fühlt sich auch ganz gut an. Verliert jetzt so auch keine Haare beim ersten Mal zuppeln. Ich glaube, das kann was werden. Dann haben wir hier noch weitere Pinsel. Ja, so ein Shader, sowas finde ich ja immer total super. Oder Smudger, Shader, Smudger, keine Ahnung. Dann so einen ganz präzisen, den kannst du auch als Lippenpinsel verwenden. Ja, macht alles soweit einen guten Eindruck. Gefällt mir, definitiv. Fühlt sich jetzt nicht so ultra speziell an. Ich habe keine Ahnung, was sowas kostet, habe ich euch ja eben eingeblendet. Ja, wird auf jeden Fall verwendet, freue ich mich. So, das nächste, was hier drin ist, ist von Revolution, ein Renaissance Lip Liner in der Farbe Noble. Das finde ich gut. Ich mag die Revolution Lip Liner tatsächlich recht gerne. Ich habe einen roten, glaube ich, von denen, den Classic. Den hatte ich im Adventskalender. Huch, ist halt hier in der Verpackung drin, ist hier auch noch einzeln eingepackt. Ei, 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 ei. Geil. Wenn ihr das gesehen hättet. Wo ist denn das jetzt hingeflogen? Schade. Es ist direkt die Spitze abgeflogen. Das ist ja großartig. Ich glaube, das ist auch das, was Mello Flori, also Melli, schon mal erzählt hatte, dass bei Revolution Lip Liner die Spitze immer so schnell abfliegt. Also abknickt quasi. Es ist natürlich Plastik und Plastik anzuspitzen ist immer so eine Sache. Machst du den Spitze halt irgendwann mit stumpf. Oh. Geil. Oh nein. Oh nein. Seht ihr das? Den habe ich ganz toll angespitzt. Oh, der kommt da schon raus, Leute. Die Mine sitzt da extrem lose drin. Da muss man sehr vorsichtig sein. Also, wenn ich jetzt an der Mine ziehe, habe ich sie in der Hand. Oh, das ärgert mich. Das ärgert mich wirklich sehr. Ist sehr, sehr weich. Da kannst du jetzt auch nicht so ultra präzise mit malen dann, ne? Aber der sieht schön aus. Also, die Farbe gefällt mir auf jeden Fall. Das ist ein schönes Nude-Braun. Doch, ne? Ein bisschen rötlich ist das. Wird jetzt nicht zu meinem aktuellen Lippenstift passen, aber ja, doch.
Doch. Der wird auf jeden Fall verwendet. Aber echt traurig, dass die Mine so furchtbar ist. Okay, dann haben wir hier, ein Brow Fix Kit von Revolution Pro. Das finde ich interessant. Das ist ein Augenbrauenwachs und ein Augenbrauenspoolie, wenn ich das richtig sehe. Wax Pencil and Clear Brow Gel. Ach, das ist, das mag ich. Das finde ich toll. Den Augenbrauenwachs finde ich immer so schwierig, wenn du das so in so einem Pöttchen oder sowas drin hast, ne? Weil dann kriegst du das so schwer aufgetragen, da musst du da immer mit dem Spoolie in diesem Pöttchen drin rumrühren. Finde ich immer echt unpraktisch. Und so hat man das jetzt in so einem Duo drin, was ich gut finde. Dann kannst du die auch separat verwenden. Das hier wird das Augenbrauengel sein. Ja, einfach ein Augenbrauengel mit so einem Spoolie dran. Das finde ich schön. Das kann man auch so einfach verwenden, um die Augenbrauenhärchen zu stylen. Ich habe jetzt nicht so ultra viele Augenbrauenhärchen, ne? Da wollen wir also auch mal realistisch bleiben hier. Aber von der prinzipiellen Geschichte her, das ist der Wachsstift. In Kontakt mit der Haut wird es halt einfach weich. Also da brauche ich euch jetzt nichts zeigen, weil kommt natürlich keine Farbe ab. Aber es fühlt sich sehr angenehm an. Damit dann über die Augenbrauen. Ja gut, das brauche ich jetzt nicht machen, weil ich habe das den 24 Hours Brow Setter von Benefit drin. Das macht recht wenig Sinn. Muss ich testen. Finde ich cool. So, dann haben wir hier von Revolution den Amazing Lip Gloss drin. Und zwar ist das die Farbe Crystal. Das ist einfach so ein kristallfarbener Lipgloss. So ein bisschen holomäßig, aber da habe ich tatsächlich schon den einen oder anderen von. Das heißt, den packe ich zur Seite für eine Verlosung. Den werde ich jetzt nicht austesten. Aber ich finde den an und für sich total schön. Also mag ich gerne leiden, solche holographischen Geschichten. Und hat so ein bisschen was Unicorn-mäßiges. Aber da habe ich schon das ein oder andere von. Da brauche ich jetzt nicht noch einen von haben. Weil so lange, wie man dafür braucht, um ein Lippenprodukt aufzubrauchen, Leute, ne? Gut, dann habe ich von I Heart Revolution, allein wegen dem Packaging, muss ich das safe behalten. Was auch immer das ist, ist wahrscheinlich ein Eyeliner. Und ich mag ja keine Dip-Eyeliner, aber der ist ja schön. Fantasy Eyeliner Black. Das ist ein Einhorn. Ich stehe drauf. Und wenn der furchtbar ist, dann kann ich den immer noch für ein Karnevalskostüm umfunktionieren, oder? das ist so holographisch, ne? Okay, ja. Ich feiere einfach die Verpackung. Super. Ein Dip-Eyeliner. Okay. Der ist sehr, sehr klein vorne. Das könnte tatsächlich auch was was werden als Eyeliner, weil ich ansonsten immer echt Probleme bei Dip-Eyelinern habe, weil die Spitze vorne zu flexibel ist. Jetzt gucken wir mal. Das geht. Das geht. Oh. Guck mal. Kannst du richtig feine Linie mitmachen. Das ist toll. Das muss ausgetestet werden. Das ist nicht nur von der Verpackung her schön. Ich glaube, das kann auch richtig auf dem Auge was werden. Schön. Und der ist richtig schön tief schwarz. Aber nicht matt schwarz. Ne? Der hat auch halt so ein normales Eyeliner-Finish. Einfach mal so, sag ich mal. Oh, schön. Gut, dann haben wir hier ein Lippenprodukt, was wahrscheinlich auch passend zu dem Lip Liner wäre. Und zwar von Revolution Pure... Nee, Pro Supreme Lipstick in der Farbe Rebellious. Revolution Pro ist das übrigens, Entschuldigung. Ja. Ich habe eigentlich genug nude-farbene Lippenstifte, ne? Da habe ich echt genug von. Auch den packe ich mal zur Seite. Ja. Hier haben wir noch was ordentlich Eingepacktes. Ja, hier sind nämlich die ganzen Palettenprodukte und so drin. Wow. Live Love London Makeup Obsession Bronze and Shimmer Lights. Das ist ein Bronzer. Und was ein Riesending. Scheint aber relativ hell bis dunkel zu sein. Scheint hell bis dunkel zu sein, läuft. Nein, der ist so... ich musste diese Verpackung öffnen. Der scheint in so einer Marvel-Optik, nennt man das so, zu sein. Dass wenn links ist es ganz hell, rechts ist es ganz dunkel und dann geht das so über und dann kann man sich aussuchen, ob man hell oder dunkel will. Und dann passt das ganz gut, wenn man die verschiedenen Jahreszeiten bedenkt und so. Und die unterschiedliche Farbe der Haut. Warum geht er jetzt nicht auf? Ich drücke ihn nicht auf. Daran scheidet das hier schon. Au, ich sag's dir. Viel zu kurze Fingernägel. Ja, und hier hast du halt drei verschiedene Töne in dieser Wellenoptik drin. Und da kannst du halt, ne, im Sommer verhält man sich hier etwas mehr auf dieser Seite, im Winter mehr auf dieser Seite. Finde ich total schön. Ich gehe da einmal richtig komplett durch mit dem Finger. Ich habe hier den Ton. Dann gehe ich hier mehr in den hellen rein und hier mehr in den dunklen.
Haben wir nämlich hier komplett mal die ganze Abstufung der ganzen Geschichte, wobei ich das dann so halten müsste. Hat gut funktioniert, Claudia, hat ganz gut funktioniert. Okay, wie mache ich das am besten? Das ist ganz hell, das ist alles und das ist ganz dunkel. Ich glaube, so sieht man das am besten. Und der hat so ein seidiges Finish, also der ist nicht schimmernd oder sowas, aber auch nicht komplett matt irgendwie. Das muss auch ausgetestet werden. So, hier ist noch was drin. Oh, mehrere Sachen sind hier noch drin. Make-up Obsession. Okay, das ist ein Highlighter, oder? Highlight H112 Lightning. Der sieht auch super spektakulär aus. Ich glaube, der knallt. Aber ich habe auch genug Highlighter. Den packe ich auch zur Seite, weil sowas kannst du dir auch in so Leerpaletten zusammensetzen und dir dann deine eigene Make-up Obsession Palette damit basteln. Der ist garantiert super, aber ich habe wirklich viele Highlighter und der spricht mich eigentlich voll an. Nein, Claudia, beruhige dich. Ich habe wirklich genug Highlighter. Ich habe eigentlich von allem genug, aber trotzdem. Ich habe wirklich viel zu viele Highlighter. So. Doch, man konnte das teilweise wohl sehen, was da drin war. Denn die habe ich gesehen. Genau. Und deswegen hatte ich mir das dann auch geholt. Da ist nämlich von Nabla die Dreamy Palette drin. Die wollte ich sowieso gerne mal haben. Ich habe ja eine Palette von Nabla und die finde ich nicht so ultra. Aber alle schwören ja so da drauf. Und da habe ich mir gedacht, ja gut, wenn die Dreamy dann so gut sein soll, dann gucken wir uns die mal an. So schaut die aus. Das ist ja, ich glaube, eine italienische Marke, Nabla. Ich glaube schon. Hat hier sowohl Schimmertöne als auch matte Töne, aber tatsächlich vorwiegend Schimmertöne. Das passt halt einfach zu mir. Wir haben jetzt 12 verschiedene Farben und also Vanitas, keine Ahnung, ist so ein Ton, den habe ich auch schon in manch anderer Palette drin. Das ist so ein Orange mit einem Pink-Shift, also so ein Duochrome tatsächlich auch. Den wollte ich mir jetzt hier mal anschauen mit euch. Ja, die matten Töne zu swatchen finde ich immer so recht langweilig. Das ist halt so ein typischer Bronze-Goldton. Ja, jetzt so auf dem Finger sehen die natürlich hammermäßig aus. Delirium nehme ich hier. Oh, der ist ein bisschen gröber. Da muss ich auch aufpassen. Oh, das fällt hier gerade die Palette runter. Ich weiß nicht, so ein lila, aber richtig geil. Ja, der Krümel derbe. Signorita, den matten Ton, den nehmen wir hier auch mal. Das ist einfach so ein matter Rotton. Und allein mit diesen Farben kannst du schon direkt einen Look schminken, ne? Ja, die swatchen wir hier auch mal in der Hand. Oh. Ja, den muss man ein bisschen, da muss man aufpassen. Bei Delirium. So, auf jeden Fall eine super ansprechende Geschichte, muss ich sagen. Das mag ich gerne leiden. Damit definitiv mache ich demnächst mal einen Look, weil das sieht einfach schön aus. Also wirklich sehr, sehr, sehr speziell und sehr, sehr schön. Dieses Lila finde ich ja ultra krass. Aber ich denke, dass das echt ein Ton ist, wo man sehr vorsichtig mit umgehen muss. Aber es ist eine schöne Palette, ja. Und ich glaube, die kostet ja allein schon 40 Euro. Von daher lohnt sich diese Box auf jeden Fall. Und das war jetzt auch schon der Inhalt von der Megabox Nummer 62. Ich werde das tatsächlich jetzt auch ein bisschen intensiver beobachten und schauen, was so die nächsten Boxen von Pink Panda so beinhalten. Mal gucken, ob ich mir dann auch noch die eine oder andere hole. Mir gefällt es richtig gut. Ich kann sie auf jeden Fall empfehlen und euch auch die Homepage einfach mal empfehlen, da vorbeizuschauen. Ich werde mich da auch mal etwas intensiver umschauen. Ja, und wenn dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben eine Playlist mit den ganzen... Nehmen wir hier mal die Unboxings meiner Abo-Boxen. Das kommt dem eigentlich am nächsten. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!